Hallo, meine Freunde, willkommen zu einem zweiten Part von Warrior Wars Mood Moves. Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Portay und im letzten Part haben wir ja Wario durchgespielt. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Charakter. Und ja, ist das Charakter, weil irgendjemand hat in den Kommentaren behauptet, es heißt Charakter. Also, dass die Betonung auf K liegt. Aber das ist definitiv nicht so, also zumindest nicht im Hochdeutschen, vielleicht bei irgendeinem Dialekt. Aber ja, Charakter. Mona! Cheerleaderin. Ich mag Cheerleaderin. So, die Intro-Sequenz ist jetzt nicht unbedingt die beste, aber die ziehen wir uns trotzdem rein. Denn jeder Charakter hat so eine Art Story und die sind ganz interessant gemacht. Cheerleader, voran! So, ich habe die Maus mal weggemacht. Ich weiß nicht, ob man sie sehen konnte. Bin zu spät, bin zu spät! Also eigentlich ist Mona eine Pizzalieferantin, aber nebenbei ist sie irgendwie Cheerleaderin, zumindest in dem Spiel. Und da ist sie auch schon. Die gute Mona. Mona finde ich richtig cool. Und ihre Spiele sind auch ziemlich cool. Oh, da ist jemand verliebt. Wie süß. Mona. Und er stalkt sie, egal wo sie sich befindet. Ob auf Klo oder im Bad. Ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Und los geht's. Die Fernbedienung. Das ist Spiel Nummer 1. Und hier müssen wir suchen. Da ist er. So. Also wie gesagt, jeder Charakter hat seine eigenen Spiele. Der Regenschirm. Halte den Formenstab senkrecht. Der Daumen ruht auf dem Knopf. Mit dieser Haltung gibst du dich dem Gelächter deiner Freunde preis. Trag's mit Fassung. Vielen Dank. Ich gebe mich eher dem Gelächter von YouTube. Austrinken, okay. Om nom nom nom. Wow, was zur Hölle? Ich will nicht wissen, was da drin war. So, jetzt kommt wieder die Fernbedienung. Stoppen. Ah! Ja. Das kenne ich zu gut. Nur bei meinem Handy muss man noch mehr machen. Oh, das Lenkrad. Die Stange. Drehe den Formenstab quer und greife die Enden mit beiden Händen. Na, als ob du Fahrrad fährst. Zur Verbesserung der Haltung sind Anmut, Ausdauer und Radlerhosen nötig. Gut, die habe ich jetzt nicht an. Aber das sollte dennoch reichen, so wie ich gerade spiele. Balancieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Meine Fresse, ich hasse solche Spiele. So, jetzt kommt wieder der Regenschirm. Schlagen. Bam. Das Spiel war wirklich leicht. Und als nächstes die Stange. Also unter Stange verstehe ich definitiv was anderes. Ah, pumpen. Aber das will ich hier nicht erwähnen. Das ist nämlich nicht jugendfrei. Schneller. So, unsere Leben sind diese Football-Slings. Fernbedienung. Oh, retten, retten, retten! Alter, warum reagiert der Scheiß nicht? So, die Sensorbar befindet sich jetzt ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, das reagiert jetzt ein bisschen besser. Und das Spiel habe ich früher nie verstanden. Also man muss schließen, sobald alle draußen sind. Und ich dachte immer, man muss sie einsperren! Puh. So, bei dem Spiel muss man auch seine Füße bewegen, aber ich glaube, im Sitzen passt es auch. Ziehen. Oh Gott. Ugh. Warum kommt da eine Banane raus? Das Spiel macht überhaupt keinen Sinn. Regenschirm. Okay. Ja. Hier, Pixel-Dongo. Viel Spaß mit der Banane. Die Stange. Okay. Ach so. Ja. Ugh. Hier muss man als Marionette lediglich die Wassermelonen abwehren. Und jetzt kommt doch schon der Boss. So, was war nochmal der Boss bei Mona? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, Leiten, okay. Die Männer müssen ins blaue Häuschen und die Frauen müssen ins pinke Häuschen. So. Das Problem ist, es gibt auch verschiedene Wege. Das verwirrt einen ein bisschen. So, ihr kommt da rein und die alte Frau nach rechts. Alles klar, damit hätten wir ja das geschafft. Und Mona hätten wir jetzt auch durchgespielt. Aber ich mache noch nicht Schluss. Ich habe es ja im letzten Part erklärt. Ich werde jetzt Mona nochmal spielen und schauen, wie weit ich komme. Gib dein Bestes! Yay! Nur noch wenig Sekunden zum Spiel. Und wir fragen uns alle, werden die Diamond City... Ach du Scheiße, ist das schnell. Tu es für Mona, Man! Macht ihn fertig! Mona! Dies... ist für dich! Was? Oh mein Gott, ist der süß! Touchdown!
Singt und tanzt für uns, die in letzter Minute alles gewonnen haben. Okay, jetzt will er... Mona! Ich... liebe... dich! Oh! Oh, you! Oh, Mann. So, meine Freunde, jetzt haben wir die beiden freigeschaltet, machen aber Mona nochmal. Im letzten Part habe ich euch das erklärt. Ich mache die Charaktere nochmal. Die Stange. Mal schauen, wie weit ich komme. Schließen. Bei dem Spiel habe ich damals so oft gefailt. Aber man muss es auch verstehen. Regenschirm. Om nom 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 nom. So, hoffentlich stelle ich mich nicht zu blöd an. Stange. Balancieren, okay. Bei dem Spiel bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Beste. Das war knapp. Das war knapp. Die Fernbedienung. Wenden. Ach so. Puh. Okay, für eine kurze Zeit habe ich gar nicht gecheckt, was ich machen soll. Also das Spiel kannte ich noch gar nicht. Aber ich spiele Mona jetzt auch nicht so viel. Oh, nom nom, mir wachsen überall Haare. Das sieht so ekelhaft aus. Fernbedienung. Na, wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Was bist du? Ah, da bist du, da bist du. Okay, alles klar. Er hat kurze Zeit nicht reagiert. Die Wiimote. Und es wird schneller. Regenschirm. Was? Drehen? Ah! Wunderbare Pizza. Wenn die Pizza machen so leicht wäre. Ich mache ja selber ab und zu mal eigene Pizzen. Und die sind immer gut. Immer gut. Schade, dass ihr sie nicht probieren könnt. So, die Stange. What the hell? Was? Ach so. Ja, natürlich. Genau so macht man's. Ey, die Spiele sind so random. Ich liebe den Humor. Es ist einfach geil gemacht. Oder das hat jetzt ein bisschen was von einem Game & Watch Spiel. Das war ähnlich. Die Fernbedienung. Retten. Oh, verdammt! Ach. Jedes Mal, wenn ich jemanden retten muss, reagiert meine Hand nicht. Ist immer so. Genau wie möchten leben. Hallo! Reagier doch. Mann. Und jetzt kommt es schon auf der Boards. Und bei den Boards kann ich ein Leben gewinnen. Da habe ich wieder 4. Und eine bessere Möglichkeit, um weit zu kommen. So, mein lieber Freund. Du musst pinkeln. Du gehst jetzt zu den Frauen. Nein, das tust du nicht. Das ist übrigens die Gesellschaft von morgen. Die ist einfach zu blöd. Um... Was? Habt ihr das gesehen? Das war nicht meine Schuld. Der hat plötzlich komplett anders reagiert. So, jetzt darf ich mich vor euch wieder zum Affen machen. Mal gucken. Was kommt diesmal dran? Der Besserwisser. Oh ja. Neuer Level. Gut, ein Leben konnte ich jetzt leider nicht gewinnen. Und ich glaube auch nicht, dass ich hier so weit komme. Abwehren. Was? Ich hab abgewehrt. Blödes Spiel, du. Ach. Drehen. Wow, das war eine Riesenpizza. Die Fernbedienung. Was? Reagier, du Blödes! Ah! Alter! Ohne Witz, ich glaube, ich muss das noch weiter entfernen. Game over. Gut. Im Gegensatz zum letzten Part werde ich das nochmal probieren, weil mit 16 Punkten, nee, damit komme ich nicht klar. Ich muss es nochmal probieren. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. So, du gehst nach rechts, mein lieber Freund. Jetzt kenne ich ja schon einige Spiele, die ich vorher nicht kannte. Dementsprechend habe ich mich daran gewöhnt und sollte jetzt keine Probleme mehr haben. Ziehen. Aber dieses Rettenspiel, es ist so... Ich hasse es. Der Regenschirm. Fächeln. Verschwinde! Ich hasse Schmetterlinge! So, die Stange. Pumpen. Mir guckt. Oh Mann. Die Fernbedienung. So, jetzt dürfen wir wieder. Okay, das war knapp. Das war knapp. Der Regenschirm. Schlagen. Gut. Ich hoffe, dieses Rettenspiel kommt nicht, weil ich hasse es. Ich krieg's nicht hin, diese blöde Frau zu retten. Und ehrlich gesagt will ich sie auch nicht retten, weil sie sieht blöd aus. Regenschirm. So. Schütteln kann ich gut.
Die Stange. Ja, kommt keiner raus. So, noch habe ich alle Leben, das ist gut. Das ist eine gute Bilanz. Okay. Die Fernbedienung, oh nein. Lass mich raten, retten? Ja, geht doch. Geht doch. Auch wenn ich dich lieber fallen gelassen hätte. Wortwörtlich. Drehen. Dieses Spiel mag ich. So, jetzt sollte auch schon der Boss kommen. Nee, doch nicht. Einmal noch. Balancieren. Ja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Man, wow, habt ihr das gesehen? Jetzt bin ich fast runtergefallen. Aber so schwer ist es eigentlich gar nicht. Man muss nur ruhig bleiben. Aber darin bin ich jetzt nicht unbedingt der Beste. Das wisst ihr. So, und was ich vorhin sagen wollte. Ich glaube, das ist die Gesellschaft von morgen. Die ist so blöd, dass sie diese Zeichen, wo man hin muss, nicht mehr erkennt und so einen Typen braucht, der sie da hinschickt. Nein, das habe ich gar nicht gemacht! Oh, dieses blöde Boss-Spiel. Ich habe nach dahin gezeigt und der hat von alleine, weil die Wiimote oder was weiß ich nicht reagiert hat, auf die andere Seite. Posen. Die Rakete. Blöde Schlaufe. So, neuer Level. Ich habe immer noch eine Chance, weit zu kommen. Vielleicht schaffe ich wieder 40 Punkte. Retten. Oh Gott, was ist das denn für ein Spiel? Yay! Yay! Der Regenschirm. Ich hasse Schmetterlinge! Die Stadt. Okay. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht! Ah, oh, Glück gehabt. Ich habe jetzt einfach nur gezogen, wo da stand ziehen. Finde ich gut, dass es immer vorher erklärt wird, was man machen muss. Was ist das denn? Gib her! Gib her! Blödes Kind. Die Stange. Oh Gott. Ein Panda, der balanciert mit einem Bambus! Puh, das war knapp. Regenschirm. Schlagen. Bam, in your face, bitch! Ich hasse Fliegen. Das mache ich mit den Fliegen im Real Life genauso. Wer nicht? Schneller! Die Fernbedienung. Oh Gott, was ist das denn? Patrick, is that you? Mann! Die Fernbedienung. Stoppen. Scheiß Wecker. Ist auch noch auf 9 gestellt. Meine Fresse, ich schlaf doch nicht bis 9. Zerstören. War das richtig? Ich hatte jetzt keine Ahnung, ob ich das UFO bin oder die Rakete. Laufen. Yay! Die Sonne ist rot. Die Welt geht unter. Die Stange. Ja! Derp. Die Stange. Retten. Ach du Scheiße, wo bin ich denn? Oh! Oh. Ich hatte gerade für kurze Zeit keine Ahnung, was ich machen musste. Und jetzt kommt der schöne Boss. Diesmal will ich nicht failen. Mir ist aufgefallen, je näher die Wiimote an der Sensorbar ist, desto besser reagiert sie. Ich dachte immer, je weiter weg. Aber das ist offensichtlich doch nicht so. Hä? Ist die jetzt... Was? Was? Nein, das hat mich verwirrt, dass die blöde Alte da jetzt runtergefallen ist. Und ich sage immer, oh, das Boss-Spiel ist ja so leicht. Und schaffe es nicht mal. Posen. Genauso. Neuer Level. So, jetzt sind wir bei Level 3 und hier werde ich, glaube ich, direkt bei dem ersten Spiel failen. Abwehren. Also gut, so schwer war das jetzt auch nicht. Der Regenschirm. Okay, das lief gut. Was ist das für eine Fliegenklatsche? Fliegenklatsche like a Sir. Oh Gott! Hab ich es? Ich hab's geschafft? Okay, jetzt bin ich bei Spiel 30. Also ab 30 ist alles okay. Zweimal ziehen. Ach du Scheiße, war das eine Frau? Die Stange. Okay. Komm raus! Geht doch. Ich glaube, die Oma wollte nochmal rein. Der Regenschirm. Zerstören. Was? Wie soll man das denn ausweichen?
Egal, ich habe über 30 Punkte, deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden damit. So, Leute, das war's für heute. Das war WarioWare Smoothwurst. Im nächsten Part machen wir Cat Nana. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt WarioWare Smoothwurst. Let's party, let's go. Nicht let's go, sondern bis dann. Ciao.